Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Heute zeige ich euch, den Derpy Sheep Mod. Und ja, was dieser Mod kann, der Mod fügt euch einfach hinzu, dass die Schafe so dick, also so dickes Fell haben, so halt süß aussehen. Oh, ein schwarzes Missgeburt. Und ja, mein Internet ist gerade sehr toll, wie man merkt. Und ja, der Mod ist einfach ziemlich cool. Und ja, das klappt leider nicht so gut mit Texture Packs, kann ich euch mal zeigen. So, ja, wie man sieht, ja, schön fehlerhaft, sieht schön scheiße aus. Genauso, wenn ich ein anderes Texture Pack nehme, zum Beispiel das Summerfield. So, sieht also als scheiße aus. Und ja, deswegen, also Default ist das Beste. Ich weiß nicht, vielleicht mache das auch hin irgendwann mal, dass das ja mit dem Texture Packs übergreifend ist, dass es ja keine Fehler entstehen. Und ja, das wäre ziemlich cool. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video, also von dem Ingame Part. Und wenn ihr wissen wollt, wie man den Mod hier installiert, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, weiter geht's mit der Installation auf dem Desktop. Und ja, die Installation ist ganz einfach. Und zwar, wir brauchen nur diesen Derpy Cheat unterstrich MSAU. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Das hier auf jeden Fall. Und ja, geht einfach auf den Link, der in der Beschreibung steht. Scrollt ein bisschen runter, klickt hier auf Download und es downloadet auch schon. Dann drückt ihr die Windows-Taste und R, dann öffnet sich ein Fenster namens Ausführen und ihr gebt dort ein %AppData%. Verstehe ich das? Dann kommt hier nun Roaming-Ordner, dann geht ihr in den Punkt Minecraft-Ordner, in den Bin-Ordner, macht einen Rechtsklick auf die Minecraft-Jar, öffnen mit WinRAR, Archiva oder 7-Zip oder sonstiges, was ihr nutzt. Als erstes müsst ihr nach einem Meta-Inf-Ordner suchen. Der ist hier in dem Bereich und den müsst ihr löschen, weil der verhindert, dass ihr Mods installieren könnt. Und wundert euch nicht, dass hier ein Ordner am Shader ist, weil ich habe hier mit dem Shader aufgenommen, wie die meisten wohl gesehen haben, für die, die es nicht gesehen haben. Ja, jetzt wisst ihr es ja. Und ja, dann nehmt ihr einfach diese beiden Dateien, wenn ihr Windows habt, und zieht sie einfach hier rein. Ihr könnt natürlich auch die Mac-Datei, ist auch nicht schlimm, wenn ihr die mit reinzieht, aber würde ich nicht machen, weiß nicht, was damit ist so. Und ja, ich würde, das war's von der Installation und hab ein paar Versprecher viele. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es doch positiv bewerten, lasst einen Kommentar unter dem Video. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch fragen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao Leute.